Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag vom ersten Block auf der Bühne 3. In diesem Vortrag geht es um das Thema Mobilität. Mobilitätseingeschränkte Menschen haben ja ganz andere Anforderungen an Karten. Uns ist ja die Wheelmap von OSM bekannt. Hier in diesem Vortrag geht es um barrierefreie Indoor-Karten und worauf man da achten muss. Das erklären uns jetzt Jan Schmalfuß-Schwarz, Claudia Leutsch und Christine Engel. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Barrierefreie Indoor-Karten im Rahmen der Vosges-Konferenz 2021. Mein Name ist Claudia Leutsch von der Technischen Universität Dresden, dort speziell von der Fakultät Informatik und der Professur Mensch-Computer-Interaktion. Ich werde den Vortrag heute nicht alleine halten, nein, mit mir gemeinsam wird Herr Jan Schmalfuß-Schwarz und Frau Christine Engel, beide ebenso von der Fakultät Informatik an der Technischen Universität Dresden, Teile des Vortrages übernehmen. Ich werde zunächst darauf eingehen, wer wir überhaupt sind und was wir machen, und ich werde Ihnen dann erläutern, warum wir etwas machen, also die Motivation hinter unserer Forschungsarbeit. Außerdem werde ich darüber sprechen, welche aktuellen Herausforderungen es im Zusammenhang mit barrierefreien Indoor-Karten gibt. Jan wird im zweiten Teil des Vortrages dann auf den aktuellen Stand von Indoor-Karten innerhalb von OSM eingehen. Speziell wird er sich mit der Erzeugung und mit der Validierung der Daten auseinandersetzen. Christine wird im dritten Teil des Vortrages dann speziell die Anforderungen von Menschen mit Beeinträchtigungen an Karten, aber auch an Gebäudeinformationen selber präsentieren. Gut. Kommen wir zum ersten Punkt. Wer sind wir also? Unsere Arbeit ist eingebettet in ein größeres Forschungsprojekt namens Accessible Maps. Das Konsortium des Projektes besteht nicht nur aus uns dreien. Nein, wir sind ein internationales und interdisziplinäres Team mit Partnern von der Technischen Universität Dresden, also unserer Professur für Mensch-Computer-Interaktion, aber auch mit einem Kooperationspartner vom Karlsruher Institut für Technologie. Wir arbeiten gemeinsam an innovativen und neuen Lösungen zur Verbesserung der Mobilität innerhalb von Gebäuden. Wir haben beide, also sowohl unsere Professur, aber auch quasi unser Kooperationspartner am Karlsruher Institut für Technologie, eine langjährige Expertise auf dem Gebiet, hatten schon vielfältige Forschungsprojekte in dem Bereich Mobilität für Menschen mit Beeinträchtigung und haben uns jetzt zusammengeschlossen, weil in allen unseren Projekten kam es immer zu dem Punkt, wir brauchen Karten, wir brauchen Daten. Ohne Daten und ohne Karten können wir quasi weitere Assistenzsysteme wie Navigationsanwendungen oder Orientierungssysteme nur schwer ermöglichen. Fehlende Datengrundlage und fehlende Karten waren in vielen unserer Projekte immer ein Showstopper. Deswegen haben wir uns zusammengetan und das Forschungsprojekt Accessible Maps beantragt. Dieses Projekt ist gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, kurz BMAS, aus dem sogenannten Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben. Begonnen haben wir mit dem Forschungsprojekt am 1. September 2019. Mit einer Laufzeit von 3 Jahren haben wir jetzt noch bis zum 31. August 2022 Zeit, um das Forschungsprojekt und dessen Ziele abzuschließen. Informationen über unser Projekt kann man jederzeit aktuell auch auf unserer Webseite finden, accessiblemaps.de. Aber was machen wir eigentlich im Forschungsprojekt Accessible Maps? Also ich hatte schon gesagt, es gab schon viele andere Projekte, die sich oftmals mit Navigation, Orientierungssysteme auf vielfältige Weise beschäftigt haben. Und wir haben halt in diesen Forschungsprojekten erkannt, dass es halt oftmals an einer guten Datengrundlage fehlt, um insbesondere innerhalb von Gebäuden auch Orientierung und Navigation für Menschen mit Beeinträchtigungen zu schaffen. Wir haben zwei Ziele im Projekt, zwei große Ziele. Das ist zum einen die Generierung von Indoor-Karten.
Also die ganz grundlegende Erhebung von Daten zur Gebäudearchitektur, zu Räumen, zu Gängen und so weiter, aber auch die Erhebung von Daten, die speziell Menschen mit einer Beeinträchtigung benötigen. Also sogenannte Zugänglichkeitsmerkmale sollen auch innerhalb von Indoor-Karten angereichert sein. Das zweite Ziel besteht in der automatischen Darstellung von zugänglichen und individualisierbaren Indoor-Karten. Das heißt, vorausgesetzt, wir haben erstmal eine große Datenbasis an Indoor-Daten zur Verfügung, geht es dann darum, diese Daten auch speziell für Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch ältere Menschen zugänglich darzustellen. Kommen wir nun also zur Motivation. Ganz grundlegend kann man sagen, dass die Motivation für unsere komplette Arbeit, jetzt nicht nur innerhalb von Accessible Maps, sondern generell bei uns an der Professur, aber auch bei unserem Kooperationspartner ist, quasi die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung im alltäglichen Leben zu verbessern. Speziell im Projekt Accessible Maps geht es eben darum, die räumliche Mobilität von dieser Zielgruppe zu verbessern. Warum machen wir das? Mobilität, wissen Sie alle, ist ein wesentlicher Aspekt unseres täglichen Lebens in allen Bereichen, beruflich und privat. Wir reisen, wir legen Wege zurück, wir gehen einkaufen, machen Dienstreisen, planen, buchen unsere privaten Reisen und das setzt voraus, dass wir ganz unabhängig uns informieren können, gewisse Dienste buchen können, unsere Wege, uns über unsere Wege im Vorfeld informieren können und so weiter. Diese Unabhängigkeit, die viele von uns erfahren im täglichen Leben, was Mobilität angeht, ist für Menschen mit einer Seh-, aber auch mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung oftmals eine Herausforderung. Es gibt speziell auch indoor vielfältige Barrieren, also zum Beispiel Objekte, die von einer blinden Person mit einem Langstock unterlaufen werden können, wie jetzt hier rechts auf der Folie im Beispiel mal gezeigt. Aber es gibt noch ganz andere Herausforderungen innerhalb, natürlich auch außerhalb von Gebäuden. Wir fokussieren uns ja auf Indoor. Also das könnten zum Beispiel einfach nicht barrierefreie Eingänge sein. Das können fehlende Beschriftungen an Fahrstühlen sein und so weiter. Natürlich sind wir nicht die Ersten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also es gibt zahlreiche Apps zur Reiseplanung. Diese fokussieren jedoch oftmals Outdoor-Aktivitäten. Also und da speziell die Planung und Orientierung durch Kartendienste, wie das beispielsweise durch wheelmap.org unterstützt wird. Also das ist ja eine Plattform, auch OSM-basiert, die es möglich machen soll, rollstuhlgerechte Orte zu finden. Dieser Dienst ist super, aber er ist natürlich fokussiert auf Outdoor und bietet nicht die feingranularen Informationen über ein Gebäude selber. Also eine Markierung in der Form, ob ein Gebäude voll rollstuhlgerecht, teilweise oder nicht rollstuhlgerecht ist, ist oftmals dann auch nicht ausreichend, weil es natürlich vielschichtige Probleme innerhalb eines Gebäudes geben kann und man es den Nutzenden, Personen mit Beeinträchtigung ermöglichen soll, sich umfassend auch über ein Gebäude zu informieren. Außerdem sind hier natürlich andere Zielgruppen wie Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung nicht weiter adressiert. Zum Thema Navigation gibt es auch sehr vielfältige und umfassende Anwendungen. Beispielsweise ist erst kürzlich oder jetzt schon ein bisschen her die App Routago entwickelt worden, die die Navigation über Kreuzungen auch im Outdoor-Bereich unterstützt. Dabei ist quasi Ziel, Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung sicher über Fußwege und dann über Kreuzungen navigieren zu können. Was es jedoch aktuell nicht gibt, sind vielfältige, umfangreiche Lösungen, die den Bereich Indoor bestmöglich adressieren. Speziell gibt es dort vier große Herausforderungen, die es zu adressieren gibt. Einmal
Punkt 1, dass es unzureichende Innenraumdaten gibt. Also wer sich auf georeferenzierten Datenportalen umschaut, stellt natürlich fest, unsere Outdoor-Welt ist gut kartografiert, wir haben viele Daten. Schaut man jedoch in die Gebäude hinein, fehlen dort auch oftmals Daten. Für die Navigation, für eine unabhängige Mobilität ist es natürlich wichtig, insbesondere für Menschen mit Beeinträchtigungen, dass man eine nahtlose Navigation und Orientierungsunterstützung bietet, die nicht nur Auto adressiert. Der zweite Punkt ist die mühsame Datenerfassung. Was für Outdoor leichter möglich ist, ist für Indoor sehr viel schwieriger. Das heißt, wir haben hier zum einen natürlich mit rechtlichen Aspekten zu tun, also die Verantwortlichen von öffentlichen Gebäuden beispielsweise müssen dafür Sorge tragen oder müssen auch entsprechend ermöglichen, dass die Daten zu einem Gebäude auch veröffentlicht werden. Dann gibt es natürlich sehr proprietäre Formate, also sowohl DXF, es gibt Fluchtpläne, es gibt andere architektonische Pläne, die vorliegen, und es gibt aktuell keinen guten Ansatz, der es leicht möglich macht, ein Gebäude zu kartieren. Der dritte Punkt bei den Herausforderungen ist, dass zum aktuellen Kenntnisstand die Community, also die Mapping-Community, aber auch viele Verantwortliche im öffentlichen Bereich nur wenige oder unzureichende, nicht ausreichende Kenntnisse darüber haben, was Menschen mit Beeinträchtigungen eigentlich benötigen. Also welche Informationen sollten denn in Karten zur Verfügung stehen, um dann bestmöglich Anwendungen drauf aufzubauen, also Navigationsdienste, Kartendienste, Orientierungssysteme. Und der vierte Punkt sind die unterschiedlichen Zielgruppen. Also wir haben ja gesehen, es gibt verschiedene Anwendungen, wie beispielsweise wheelmap.org, die bieten eine gute Orientierungsunterstützung, eine entsprechende Kartendarstellung für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen an. Aber wir haben natürlich eine sehr große Diversität in den Zielgruppen. Also zum einen werden Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung eher selten bei kartenspezifischen Diensten adressiert. Und je weiter wir auch beispielsweise ältere Menschen als Zielgruppe mit adressieren, desto deutlicher wird, dass eine große Diversität in den Anforderungen da ist, um entsprechende Karten und Daten über Gebäude vorzubereiten. Vielen Dank, Claudia. Mein Name ist Jan Schmachus-Schwarz und ich würde an der Stelle jetzt gerne übernehmen und möchte einerseits auf den aktuellen Stand von Indoor-Karten in OSM eingehen, im Spezifischen darauf SIT, also Simple Indoor Tagging, und dann darüber sprechen, wie wir die Erzeugung, Validierung von solchen Karten im Forschungsprojekt aktuell adressieren. Diesbezüglich gilt erst einmal zu erwähnen, dass es keinen Standard gibt, um Merkmale der Barrierefreiheit in Indoor-Karten zu modellieren. Und prinzipiell haben wir uns als erstes natürlich damit beschäftigt, wie viele Indoor-Karten es tatsächlich gibt, die Gebäude möglichst gut abbilden. Wir haben dafür auch mal zu den kommerziellen Anbietern wie Google und Apple geschaut und auch in OSM, spezifisch auf SRT, und mussten halt feststellen, dass es sehr wenige vollständig gemappte Gebäude gibt. Innerhalb von OSM ist dafür eine Minimalanforderung vonnöten. Man müsste beispielsweise laut SIT an den Gebäudeumriss die Tags Min-Level und Max-Level ergänzen. Und um dann ein Gebäude zu vervollständigen, müsste man natürlich den Indoor-Key verwenden mit den entsprechenden Values dazu wie Room, Area, Wall oder Corridor. Grundlegend gilt dabei zu erwähnen, dass in SIT oder in OSM wenige Gebäude in SIT komplett gemappt sind. Im Gegenteil, teilweise schwören auch SIT-Tags, ohne dass sie von einem Gebäudeumriss umhüllt sind, der mit Min-Level oder Max-Level getaggt ist, herum. Und wir haben mal vier Städte untersucht, europäische Städte, und haben dabei halt festgestellt, dass nur wenige Gebäude mit den SIT-Minimalanforderungen, die wir gestellt haben, halt Min- und Max-Level, wie gesagt, versehen sind. Und im Schnitt
ist es in Berlin, Rom, Wien und Paris nur jeweils ein Gebäude, das wirklich als vollständig gemappt bezeichnet werden kann, wobei da Wien halt heraussticht mit drei Gebäuden. Gleichzeitig sind in wenigen Gebäuden auch natürlich Barrierefreiheitsinformationen enthalten. Gerade für Personen mit Seheinschränkungen haben wir kaum Tags gefunden, die verwendet werden oder gar keine, wie beispielsweise Tactile Paving. Hingegen gibt es spezifische Merkmale für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, wie beispielsweise das Gebäude mit dem Rollstuhl befahren werden können. Um das Ganze jetzt zu adressieren, haben wir festgestellt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und dass wir eine Vielzahl von Applikationen benötigen, um den Mapping-Prozess zu unterstützen, beziehungsweise die Vervollständigung von Daten zu vereinfachen. Und da grundlegend ist dann natürlich erstmal die Erzeugung von Kartendaten zu erwähnen. Das heißt, das Gebäude hat bisher keine Daten und wir müssen nun komplett neue Daten generieren. Das ist sehr aufwendig, Gebäude sind sehr komplex, genau zum Mappen ist eher schwierig. GPS-Signale beispielsweise in Gebäuden sind immer unzuverlässig. Daher haben wir nach einer anderen Lösung gesucht und in jedem Gebäude hängen Fluchtpläne und daher arbeiten wir beispielsweise an einem Ansatz, um Fluchtpläne in Indoor-Karten zu transformieren. Der zweite Bereich, um den es geht, ist die Konvertierung von bereits vorhandenen Indoor-Kartendaten oder Formaten. Einerseits gibt es bei OSM ein altes Format, das nennt sich Indoor-OSM, welches relativ schwierig zu mappen ist, da es sehr hierarchisch aufgebaut ist und man erst einmal viele Relationen schaffen muss, bevor man überhaupt erst einen Raum eintragen kann. Und wir haben uns innerhalb des Forschungsprojekts beispielsweise auch damit beschäftigt, ob dieses nach SIT konvertiert werden kann. Ein weiterer Aspekt sind natürlich Karten, die in anderen Formaten vorhanden sind, wie BIM oder in SVG-Plänen oder ähnliches. Und auch diese sind natürlich, oder da muss es natürlich möglich sein, diese zu konvertieren, um dann beispielsweise das SIT-Format zu erhalten. Schlussendlich kann man die Karten auf verschiedenen Wege erzeugen. Man kann sie natürlich auch manuell mappen. Am Ende ist es immer nützlich, nochmal ein Tool zu haben, was gerade durch die Komplexität von Gebäuden diese überprüft und eventuell auf Fehler hinweist. Als erstes möchte ich dabei jetzt den Ansatz zur Erzeugung von Kartendaten vorstellen. Hier ist die Transformation von Fluchtplänen, wie ich gerade schon erwähnt habe, ein Hauptaugenmerk unseres Forschungsprojekts. Sie sehen auf der rechten Seite den aktuellen Prototypen diesbezüglich. Wir lesen hier einen Fluchtplan ein. In dem Fall ist es von unserer Informatikfakultät, ein Teilflügel und versuchen auf diesem nun Räume und Türen und Treppen und Fahrstühle und ähnliches zu erkennen und zu übersetzen und dann die Möglichkeit zu bieten, dass der Nutzer über eine GUI Räume entfernt oder wenn Räume beispielsweise getrennt erkannt wurden, also ein Raum in zwei Teile getrennt wurde, diese zusammenzuführen und ähnliches, dann im Anschluss auch das Gebäude zu drehen, in die richtige Position und dann in JOSN einzulesen und weiter bearbeiten zu können. Das Ganze basiert dabei auf einer Processing Pipeline, die Georg Tschorn schon im Jahr 2013 entwickelt hat, wobei wir versuchen, diese durch neue Technologien auch zu erweitern oder zu verbessern. Gleichzeitig gilt hier überdies zu erwähnen, dass eine Nachbearbeitung einerseits nach vielen Gesprächen mit Leuten aus der OSM-Community erwünscht ist, aber auch vonnöten ist. Also wir haben bisher es nicht geschafft, dass die Pläne so gut übersetzt wurden, dass nicht eine Nachbearbeitung von Räumen oder Türen vonnöten war. Der zweite Punkt, den wir adressieren, ist die Transformation von Kartendaten nach SIT. Ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, dass Indoor-OSM hier eine entscheidende Rolle mal gespielt hat in OSM für das Kartografieren von Innenräumen.
Und diesbezüglich wurde in einer studentischen Arbeit ein Transformationstool entwickelt, welches in der OSM Daten ausliest und nach SIT transformiert. Und dieses Tool möchten wir auch gerne Open Source stellen und hoffen, dass man vielleicht in einer gemeinschaftlichen Diskussion dieses auch weiterentwickelt, denn aktuell bedarf es sehr sauberer unter OSM-Daten zur Transformation. Von daher ist da sicherlich auch noch viel Entwicklungspotenzial da. Gleichzeitig gilt zu erwähnen, dass es natürlich auch andere Kartenformate gibt, die nach SIT konvertiert werden können. Es gibt verschiedene Ausgangsformate, wie bereits erwähnt BIM oder DXF oder auch SVG. Hier existieren bereits verschiedene Ansätze. Einer wurde dabei in der Summer School von Google entwickelt und ist bereits auch in JOSN als Plugin im Indoor Helper mit verfügbar, wobei dort das BIM-Format als Ausgangsformat dient. Unser eigener Ansatz basiert auf SVG-Plänen, die wir von der TU Dresden gestellt bekommen. In diesen Plänen sind die architektonischen Grundpläne enthalten. Ein Problem, was dabei natürlich auftritt, sind Wände, die eine gewisse Dicke haben. Wir haben also eine interne Datenstruktur geschaffen, die es ermöglicht, diese Wanddicken herauszurechnen und die Pläne dahingehend zu optimieren, dass sie nach SIT konvertiert werden können. Und hier sieht man aktuell auch auf der rechten Seite den Drehprozess. Wir bieten in den Tools, sowohl in dem Fluchtplan-Tool als auch hier bei dem SVG-Transformationstool, die Möglichkeit an, das Gebäude über zwei Punkte auszurichten. Dabei werden zwei weit entfernte Punkte am Gebäude dem Nutzenden vorgegeben und dieser muss diese dann auf dem entsprechenden Gebäude in der Karte auswählen, sodass die Koordinaten gesetzt werden und danach erfolgt dann eine Drehung und Skalierung des Gebäudes, sodass das Gebäude in die passende Position gerückt wird. Auch hier gilt zu erwähnen, dass das Tool fehlerbehaftet ist. Es läuft zwar aktuellen Erkenntnissen her wesentlich genauer und besser als das Fluchtplan-Tool, trotzdem ist eine Nachbearbeitung nötig und wie bereits eingangs erwähnt, ja auch von der OSM-Community gewünscht. Als Ergänzung zur Überprüfung von Kartendaten ist dann noch das Analyse-Tool zu erwähnen, welches wir auch bei GitHub mittlerweile publiziert haben. Dieses basiert auf OSM InEdit und nutzt die Funktionalitäten davon, dass bereits Gebäudedaten in SIT dort modelliert werden können. Wir überprüfen dabei auf die Geometrie beispielsweise, dass es also keine Überschneidungen bei Räumen gibt, dass es keine Überlappungen gibt von Räumen über die Gebäudegrenze hinweg. Wir überprüfen beispielsweise auf Abdeckung, also wie viel oder wie groß der Bereich ist des Gebäudegrundrisses, der bereits mit Räumen, Korridoren und Ähnlichem gefüllt ist. Und anhand von Achievements adressieren wir auch verschiedene Barrierefreiheitsinformationen, die von Nutzenden mit eingetragen werden können. Und dadurch soll gewährleistet werden, dass peu à peu immer bessere Indoor-Gebäudekartendaten entstehen. Die Demo dazu lief bereits hier bei der Vosges und auch dieses Tool ist, wie bereits erwähnt, als Open-Source-Lösung veröffentlicht. Zusammenfassend bleibt nochmal zu sagen, dass die Erzeugung sowie Transformation und auch Erweiterung von Indoor-Kartendaten sehr komplex und zeitaufwendig ist. Es bedarf verschiedenster Tools, die die Problematik adressieren und den Mappenden unterstützen, saubere Kartendaten zu erzeugen und auch natürlich bei der Erfassung von Barrierefreiheitsinformationen unterstützen. Dabei gibt es ganz differente Szenarien, schon alleine durch die verschiedenen Ausgangsformate, die es beispielsweise für eine Transformation gibt, müssen halt verschiedene Ansätze entwickelt werden, um dann möglichst optimal Kartendaten hier erzeugen zu können, Indoor-Kartendaten. Die Indoor-Kartendaten brauchen immer eine Nachkontrolle durch einen Menschen. Also bisher haben wir keine Lösung entwickeln können, die vollautomatisch funktioniert.
Und selbst wenn, ist davon auszugehen, dass selbst in Gebäuden immer wieder Änderungen geschehen und es immer gut ist, wenn nochmal ein Mensch am Ende drüber schaut und die gemachten Änderungen bestätigt. Abschließend ist zu sagen, dass unsere Prototypen aktuell noch Standalone-Lösungen sind. Wir würden jetzt gerne im nächsten Schritt dazu übergehen, beispielsweise auch den einen oder anderen mit als JOSM-Plugin umzusetzen, sodass diese auch einfach genutzt werden können. Und damit würde ich jetzt an meine Kollegin, die Frau Christine Engel, übergeben, die nun auf die Anforderungen von Menschen mit Beeinträchtigungen an Karten- und Gebäudeninformationen eingeht. Ich bin Christine Engel und ich möchte nun über die Herausforderungen 3 und 4, den Anforderungen von Menschen mit Beeinträchtigungen an Karten- und Kartenanwendungen sprechen. Wenn wir von Anforderungen von Menschen mit Beeinträchtigungen sprechen, dann möchten wir dies auf zwei verschiedenen Ebenen betrachten. Auf der ersten Ebene fragen wir nach dem Was, also welche Informationen werden überhaupt auf der Karte dargestellt und welche sind für verschiedene Nutzungskontexte auch geeignet, zum Beispiel welche Barrieren und Orientierungsmerkmale sollte eine Karte enthalten. Und die zweite Frage fragt nach dem Wie. Hier versuchen wir, Karten so zu gestalten und Kartendarstellungen zu entwickeln, die dafür geeignet sind, von allen Menschen wahrgenommen werden zu können. Insbesondere natürlich auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit. Wir sprechen hier auch von barrierefreien Karten oder zugänglichen Kartendarstellungen. Wenn wir nun Anforderungen von Menschen mit Beeinträchtigung betrachten, dann gibt es hier, aber auch im Allgemeinen, verschiedene Abhängigkeiten und Ebenen, die zu berücksichtigen sind. Zum einen müssen wir uns fragen, welche Anforderungen haben die nutzenden Gruppen an sich. Hier können zum Beispiel die nutzenden Gruppen anhand der Art der Beeinträchtigung in unserem Fall, wo wir Menschen mit Sehbeeinträchtigung, Blindheit oder Mobilitätsbeeinträchtigung adressieren, unterschieden werden. Es gibt aber nur noch viel, viel mehr nutzenden Gruppen, die man hier nennen kann und die sich auch innerhalb der Gruppe unterscheiden können. Zum Beispiel ist die Gruppe von Menschen mit Sehbeeinträchtigung sehr, sehr heterogen und hier kommen sowohl Farbfehlsichtigkeiten als auch Gesichtsfeldeinschränkungen und Fehlsichtigkeiten jeglicher Art zu tragen, die dann auch wieder unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen. Das Zweite, was es zu berücksichtigen gilt, ist der Nutzungskontext. Wo werden also die Karten genutzt? Wenn ich jetzt eine Karte von einem Gebäude beispielsweise an einem stationären Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro verwende, dann spielen da sicherlich auch andere Darstellungsvarianten und natürlich auch andere Informationen eine Rolle, als wenn ich das mobil auf einem kleinen Gerät mitten im Gebäude verwende, wo ich zum Beispiel auch Location-Based Services integrieren kann und so noch andere Funktionen zur Verfügung stellen kann, als ich das für die Nutzung zu Hause machen kann. Und die dritte Sache, die zu bedenken gilt, sind die Aufgaben und Ziele der Nutzenden. In der Kartografie, da ist klar und wird auch gelehrt, dass die Funktion einer Karte, also wozu diese tatsächlich dienen soll, bekannt sein muss, bevor ich überhaupt eine Karte konzipieren kann. Und aus unserer Perspektive, aus unserer nutzungszentrierten Perspektive betrachtet, sprechen wir hier eben auch von den Aufgaben und Zielen. Aber dennoch meinen wir natürlich auch eine gewisse Art von Funktion, die die Karten erfüllen müssen. Und die muss einfach klar sein, um eben dieses Ziel auch erreichen zu können, bevor ich eine Karte erstelle, beziehungsweise bevor ich eine Anwendung erstelle und diese konzipiere. Zum Beispiel kann es einen Unterschied machen, ob ich einen Weg einfach sehr schnell in einem Gebäude zu einem Ziel finden möchte, weil ich da jetzt eben schnell hin muss, oder ob die Karte dazu dienen soll, die Struktur und den Aufbau des Gebäudes zu erlernen, um mich da auch in Zukunft zurechtfinden zu können. Auch da muss die Gestaltung und die Informationsdichte und der Informationsgrad angepasst werden. In der Tabelle hier unten ist ein Beispiel aufgeführt für einen Informationsbedarf, der sehr unterschiedlich sein kann in Abhängigkeit von der nutzenden Gruppe, hier dargestellt für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung und Menschen mit Sehbehinderung anhand von Barrieren und Zugänglichkeitsmerkmalen. So kann zum Beispiel eine enge Tür oder enge Durchgänge sowie auch sehr schwere Türen oder ein fehlender Aufzug gerade für Menschen mit einem Rollstuhl eine wesentliche Barriere darstellen, während für Menschen mit Sehbehinderung eher visuelle Aspekte wie schlechte Lichtbedingungen, sehr große spiegelnde Flächen, Barrieren in Gebäuden darstellen können. Unter Zugänglichkeitsmerkmalen verstehen wir Eigenschaften eines Gebäudes, die dafür geeignet sind, die Orientierung zu unterstützen. Zum Beispiel hier für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen ist die Zugänglichkeit erhöht, wenn
Türen automatisch öffnen, wenn ein Treppenlift vorhanden ist, der hier sogar notwendige Bedingungen zum Betreten gewisser Gebäudeteile darstellt. Das wäre also ein Zugänglichkeitsmerkmal und für Menschen mit Sehbehinderung würde auf so einer Karte dann zum Beispiel die Lage von taktilen Beschriftungen oder taktilen Karten eher noch hervorgehoben werden. Also hier variiert auch wieder der Informationsbedarf schon abhängig von dieser einen Komponente. Wir sehen also, dass sehr viel beachtet werden muss, vor allem auch auf dieser Informationsebene, der Darstellungsebene, wenn Karten insbesondere auch für Menschen mit Beeinträchtigungen entworfen werden. Karten können in diesem Sinne also auch eine Barriere darstellen. Je nachdem, was für eine Ausgabeformaten, was für ein Format auch eine Karte aufweist, können Karten auch Barrieren für Menschen mit anderen Beeinträchtigungen darstellen. Hier möchte ich ganz speziell verschiedene Alternativen und Konzepte sowie zugängliche Varianten von Indoor-Karten darstellen, beziehungsweise die für Indoor-Karten geeignet sind und ganz besonders für Menschen mit Blindheit und Sehbeeinträchtigung hier eine Zugänglichkeit schaffen. Zunächst einmal können visuelle Karten, wie wir sie kennen, optimiert werden, sodass sie von vielen Menschen mit Sehbehinderung besser genutzt werden können. Ich sagte es erst schon, gerade die Gruppe der Menschen mit Sehbeeinträchtigung ist sehr heterogen. Hier kommen also sehr, sehr viele verschiedene Beeinträchtigungen in Frage, was sich natürlich auch im Design widerspiegeln muss. Also ein gutes Konzept an dieser Stelle ist häufig, ein hohes Maß an Adaptierbarkeit auch durch die Nutzenden zur Verfügung zu stellen, also dass hier eigene Anpassungen bedürfnisorientiert auch von den Nutzenden vorgenommen werden können, insbesondere was Schriftgrößen anbelangt, was die Darstellung von Farben anbelangt. Hier kann man schon gute Presets an gut getesteten Farbpaletten, die existieren, für verschiedene Farbfehlsichtigkeiten bereitstellen. Man kann verschiedene Darstellungen als Profil quasi bereitstellen, um da möglichst vielen Menschen mit Sehbehinderung auch schon vordefinierte Profile zu bieten. Aber was auch vor allem für Menschen mit Sehbehinderung, aber auch für andere Gruppen eine Erleichterung ist, ist die Möglichkeit zu filtern, also die Informationsdichte auf der Karte zu verringern. Auch hier ist es wieder gut zu wissen, was für den Informationsbedarf die einzelnen Zielgruppen haben, um das voreingestellt zur Verfügung zu stellen. Denn eine Informationsdichte, die sehr hoch ist auf einer Karte, erhöht eben auch die Schwierigkeit der Wahrnehmung und Unterscheidung von den Elementen, die drauf sind. Was man auch machen kann, um hier eine bessere Darstellung für Menschen mit Sehbeeinträchtigung zu bekommen, ist eine Vollansicht, also eine Großansicht der Karte zu ermöglichen, sowie einen Export, sodass diese auch analog in Großdruck je nach den eigenen Bedürfnissen ausgedruckt werden kann. Und zum Beispiel die Elemente nicht nur in der Karte darzustellen, um die es hier geht, die wichtigen vor allem, sondern hier zum Beispiel in einer digitalen Anwendung noch zusätzlich eine Liste mit den auf der Karte dargestellten Elementen redundant darzustellen, sodass hier eine Wahrnehmung garantiert werden kann. Noch eine Maßnahme, die man machen kann, ist eben auch Überlagerung sowohl von Text als auch von Interaktionselementen, zum Beispiel zum Zoomen oder zum Wechsel der Etagen, nicht direkt auf der Karte zu platzieren, sondern diese neben der Karte oder unter der Karte zu platzieren, damit diese eben gut wahrgenommen werden können. Das sind nur einige der Anpassungen, die möglich sind. Und dennoch bleibt es ein visuelles Konzept. Für Menschen mit Blindheit gibt es andere Konzepte, die nicht auf der visuellen Wahrnehmung, sondern auf der taktilen, haptischen Wahrnehmung beruhen. Diese sogenannten taktilen Kartendarstellungen bestehen meistens aus erhabenen, also in irgendeiner Form angeschwollenen Elementen, zum Beispiel Symbolen, aber auch Texturen. Das sind Muster, die zur Unterscheidung von Flächen verwendet werden, Linienstilen und Beschriftungen in Brailleschrift, also in der Blindenschrift. Und das kann dann als Grafik sequenziell wahrgenommen werden. Das heißt, Menschen mit Blindheit nehmen immer nur einen kleinen Teil der Grafik nacheinander wahr und müssen dann die Karte im Kopf zusammensetzen. Welche Eigenschaften diese Grafiken jetzt konkret haben, hängt ganz explizit auch von der Produktionsmethode ab. Hier auf den Bildern sieht man ganz oben zum Beispiel eine geschwollene Karte auf Schwellpapier oder darunter im Prägedruck, was darauf basiert, dass das Papier mehr oder weniger eingestanzt wird und dadurch eben erhabene Objekte spürbar werden oder auch neuere Technologien wie 3D-gedruckte Karten sind hier möglich. Gemein ist ihnen, dass sie es zum einen ermöglichen, mobil
Karten zu nutzen durch Menschen mit Blindheit, dass sie eigenständig exploriert werden können und auch, dass sie es ermöglichen, was Text nicht kann, räumliche Beziehungen und Eigenschaften selbstständig wahrzunehmen, was für Karten ein ganz wichtiger Aspekt ist. Aber sie haben eben auch alle den Nachteil, dass sie eine sehr geringe Auflösung haben von etwa 10 bis 20 dpi und damit nur sehr, sehr wenig Informationen dargestellt werden können, die auch noch maximal unterscheidbar sein müssen. Um das zu garantieren, gibt es eine ganze Menge an Gestaltungsrichtlinien, die man hier anwenden kann. Aber die Erstellung dieser Karten erfordert eben eigentlich auch ein hohes Maß an Expertise und erfolgt meistens manuell. Und auch die Exploration ist sehr aufwendig. Und dennoch lohnt es sich, diese taktilen Kartendarstellungen auch zu realisieren. Und das haben auch Studien nachgewiesen. Hier müssen nur irgendwie Automatisierungsprozesse gefunden werden, um die Erstellung zu vereinfachen. Informationsdichte reinzubringen. Die Erweiterung um multimodale oder interaktive Ansätze bei audiotaktilen Kartendarstellungen. Hier findet meist eine Kombination von diesen taktilen Drucken statt mit einer Audioausgabe. Also hier noch eine andere Modalität zu schaffen, sodass interaktiv dann teilweise diese Audioausgabe erzeugt werden kann. Da kann man natürlich auch verschiedene Interaktionskonzepte entwickeln und verschiedene Informationsebenen integrieren. Und dafür gibt es eigentlich verschiedenste Technologien schon. Sehr viele basieren zum Beispiel darauf, dass die taktile Grafik auf eine Art Tablet gelegt wird und dann eben durch Touch-Interaktion Audioausgaben erzeugt werden können. Dann gibt es auch noch digitale Stifte, die sich dafür eignen, hier interaktiv zu wirken. Oder aber auch, wie hier unten links zu sehen, dass man interaktive, taktile Displays verwendet, die mit Stiften arbeiten, die auch wieder berührungssensitiv sind. Also da sind eine ganze Menge Möglichkeiten, das zu erzeugen und auch andere Modalitäten möglich. Und hier sind definitiv auch für Indoor-Karten noch weitere Forschung notwendig, um zu schauen, was sich hier eignet und welche Informationen mit welcher Modalität hier wiedergegeben werden sollten. Eine andere Möglichkeit für Menschen mit Blindheit insbesondere integriert werden kann, ist, Karten Screenreader-kompatibel darzustellen. Screenreader sind Softwareanwendungen, die den Bildschirminhalt vorlesen und diese Semantik dann auditiv wiedergeben oder auch textuell. Und hier haben wir zwar nicht die Möglichkeit, räumliche Strukturen tatsächlich selbst zu fühlen, aber wir können Informationsebenen erkunden nacheinander und eben auch mit einem Screenreader so die Inhalte einer Karte erfassen und sich beschreiben lassen. Am besten macht sich das, wenn man ein XML-basiertes Format hat. Für Grafiken eignet sich hier ganz besonders die Darstellung von Indoor-Karten mit SVG. Es gibt auch noch Indoor-GML, also andere Formate, aber SVG wird zum Beispiel auch von Screenreadern schon ausreichend unterstützt. Das Title oder das Desk-Attribut zum Beispiel wird von jedem Element vorgelesen. Elemente können fokussierbar, also anwählbar gemacht werden, indem man ihnen einen Tab-Index hinzufügt, und auch eine hierarchische Struktur lässt sich hier sehr gut realisieren im SVG, sodass es relativ einfach möglich ist, Screenreader-kompatible Karten herzustellen, solange sie eben mit Semantik angereichert sind und im SVG vorliegen. Ich habe hier mal ein Beispiel von einem Ausschnitt einer Indoor-Karte im Video mitgebracht. Hier sieht man, dass zum Beispiel hier der Eingang oder Fahrstühle, also einzelne Objekte der Karte, angewählt werden können. Und hier im NVDA-Sprachbetrachter, das ist also die schriftliche, gezeigt, welche Informationen dahinterlegt sind. Also was für einen Zustand das hat. Hier ist es ein Fahrstuhl mit einer automatisch öffnenden Tür und einer Sprachausgabe. Und so können hier auch die Informationen der Karte für den Screenreader hinterlegt werden. Und das kann ganz normal in eine klassische digitale Kartenanwendung integriert werden, sodass man hier ein gewisses Maß an Zugänglichkeit bereitstellen kann, ohne dass noch zusätzliche Hardware notwendig ist. Also ein ganz großer Vorteil und was jeder Kartenentwickler und jede Kartenentwicklerin auch umsetzen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einen hohen Bedarf
an Indoor-Karten gibt und im Moment sehr, sehr wenige bereits entwickelt werden, sowohl auf der Datenebene als auch auf der Darstellungsebene für Menschen mit Beeinträchtigungen beispielsweise. Also hier ist noch sehr, sehr viel Bedarf und sehr, sehr viel Bedarf auch an Forschung darin, wie diese Karten nun dargestellt und angepasst werden müssen, um den Anforderungen hier insbesondere von Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Sehbeeinträchtigungen, Mobilitätsbeeinträchtigungen für verschiedene Nutzungskontexte und Aufgaben zu genügen. Und das ist auch Inhalt unseres Forschungsprojekts, hier ein Stück weiterzukommen und automatisierte Ansätze zu finden, um eben sowohl die Daten aufzunehmen als auch zugängliche Karten zu erstellen in einem möglichst barrierefreien Erstellungsprozess. Das ist auch ein Ziel unseres Projektes. Es wäre nicht nur sinnvoll, in dieser Hinsicht eine Standardisierung auch für Barrierefreiheitsinformationen in Gebäuden im OSM oder SIT zu finden, sondern auf der anderen Seite wären auch oder gibt es den Bedarf an standardisierten Darstellungsformen für zugängliche Karten, insbesondere an der Darstellung von Indoor-Karten im SVG. Das sind alles Dinge, an denen wir arbeiten. Hier auch zum Beispiel neue Interaktionsmethoden schaffen, neue Darstellungsmethoden, eine Profilierung finden, um den Anforderungen von Menschen mit Beeinträchtigungen und anderen nutzenden Gruppen zu entsprechen. Und diese Erkenntnisse lassen sich auch auf andere Kontexte und auf andere Kartentypen und natürlich auch auf andere Nutzengruppen zum Teil übertragen, sodass wir hier eine Grundlage schaffen, um da auch weitere Entwicklungen für Karten bereitzustellen. Eine wichtige Erkenntnis, die wir im Projekt haben, ist es zumindest, dass es einen großen Bedarf an Indoor-Karten gibt, dass insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen hier gern selbstständiger auch wären, indem sie eben Karten zur Verfügung haben und so sich besser in Gebäuden orientieren können und damit ein ganzes Stück an Selbstständigkeit zurückkriegen, die sie teilweise nicht haben, weil sie dann auf die Auskunft und die Hilfe anderer Menschen auch im Gebäude angewiesen sind. Und da können Karten diese Lücke füllen und einen großen Mehrwert dazu leisten, um die Mobilität insbesondere von Menschen mit Beeinträchtigung zu verbessern und so auch deren Teilhaben, insbesondere im Berufsleben, zum Beispiel bei der Teilnahme an Weiterbildungen zu verbessern, was also einen großen gesellschaftlichen Mehrwert darstellt, den hier Karten von Gebäude leisten können. Zum Abschluss unserer Präsentation wollen wir Ihnen hier nun noch kurz unsere Quellen zeigen. Und hoffen nun auf eine sehr angeregte Diskussion und möchten uns für Ihre Teilnahme an unserem Vortrag bedanken. Ja, lieber Jan, liebe Claudia, liebe Christine, vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Und das bringt mal wieder eine ganz andere Perspektive rein, wofür freie Daten überall benötigt werden. Wir haben einige Fragen im Chat, die gestellt worden sind. Und das erste ist, der Standard-Mapper weiß nicht, dass das Indoor-Mapping mit einer speziellen GUI erstellt wurde und steht also hilflos vor der Komplexität. Die Gefahr der unbeabsichtigten Zerstörung ist groß. Ja, genau dem Problem müssen wir uns auch stellen. Daher gibt es auch dieses Analyse-Tool. Ich denke, ein Weg ist natürlich, das groß zu publizieren und hoffentlich so weit zugänglich zu machen, dass, wenn jemand in Gebäuden etwas mappen möchte, vielleicht auch darauf zurückgreifen, unterstützt wird. Andererseits kann man dann trotzdem nicht ausschließen, dass natürlich mal was kaputt geht. Das heißt, man muss dann natürlich auf der anderen Seite schauen, dass gerade die Kartenanwendungen robust genug sind, um mit solchen Fehlern umzugehen. Okay, da ist also ein bisschen die Community auch gefragt. Hallo, könntest du die Transformation von Fluchtplänen genauer beschreiben? Ich habe das nicht ganz verstanden. Dient ein Foto dazu, um eine Bildprozessierung zu starten? Bin kein Experte für Fluchtpläne, aber alle dargestellten Elemente müssen doch einer DIN entsprechen, womit eine sehr gute Digitalisierung der Pläne ganz gut möglich sein müsste. Ja, auch hier erstmal grundlegend das Problem, dass ein Fluchtplan natürlich nicht nur den Grundriss enthält, sondern auch eine Legende, eine Überschrift und ähnliches. Das heißt, man muss den Fluchtplan erstmal reduzieren, natürlich auf diesen Grundriss, um dort effektiv drauf arbeiten zu können. Und andererseits ist dazu zu sagen, dass es eine Umstellung in der DIN gab vor ein paar Jahren,
Es heißt also, dass auch in den Gebäuden verschiedene Fluchtpläne aushängen, die unterschiedlich gestaltet sind. Und selbst in der aktuellen DIN ist zwar beispielsweise angegeben, dass es einen gewissen Kontrastunterschied geben muss, aber bei horizontalen und vertikalen Fluchtwegen ist nur vom hellen und dunklen Grün die Rede. Da ist nicht vorgeschrieben, welches Grün es sein muss. Wir haben das Problem, dass wir unterschiedliche Türsymbole haben, weil auch die in der DIN nicht genannt sind. Und somit ist der Prozess tatsächlich sehr komplex und wir arbeiten an verschiedenen Lösungen, verschiedenen Ansätzen. Wir haben beispielsweise jetzt den heuristischen Ansatz als ersten versucht, wie ihn Sean beschreibt. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass wir da an Grenzen stoßen und haben beispielsweise auch auf neuronale Netze zurückgegriffen zur Erkennung von Türen und Ähnlichem, wobei wir halt hier dann an das Problem gestoßen sind, dass wir, wenn wir ganze Fluchtpläne natürlich übersetzen wollen, auch einen entsprechend großen Datensatz brauchen zum Trainieren. Und diesen erstmal zu erstellen, beziehungsweise Fluchtpläne zu annotieren, ist natürlich ein zeitlich hoher Aufwand. Ja, du hast die Komplexität angesprochen und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die euch unterstützen, also die Community, nicht unbedingt sehr groß ist. Macht ihr das wirklich alleine oder wie viele Leute, wisst ihr, beschäftigen sich damit? Also in der Community wissen wir jetzt nicht, wie viele Leute sich aktuell tatsächlich damit beschäftigen. Wir haben Kontakt zu verschiedenen Leuten, die sich quasi mit SIT beschäftigt haben und das mitentwickelt haben. Aktuell ist es tatsächlich so, dass wir im Forschungsprojekt mit einem Projektpartner halt, wie gesagt, forschen und nun den Schritt versuchen, an die Community ranzutreten und da auch entsprechend Leute für das Thema zu begeistern. Wenn ich ergänzen darf, es gibt aber halt auch noch wirklich zahlreiche andere Forschungsprojekte, die sich auch damit auseinandersetzen, wo wir auch ganz gut in Kontakt stehen. Also aus Chemnitz gibt es zum Beispiel eine Gruppe, das Dynamikprojekt, das verfolgt ganz, ganz ähnliche Ansätze, beziehungsweise haben sie auch dieselben Probleme, die wir versuchen zu adressieren, machen aber da halt eher einen Indoor-Routing. Und wir sind halt, stehen halt auch in sehr engem Austausch inzwischen mit den Sozialhelden, also die, die wheelmap.org entwickelt haben. Und auch die sind dran und ja, in einem größeren Projekt quasi, das ist halt das Sammeln von Daten über Indoor halt auch mehr standardisiert wird. Und dass es quasi über Linked Data einfach auch eine Vernetzung über Gebäude und über Barrierefreiheit gibt. Also es ist tatsächlich ein sehr großes Interesse und eine wachsende Community. Danke. Nächste Frage. GeoViewer so zu erweitern, dass sie möglichst geringe Barrieren haben, ist mit hohem Aufwand verbunden. Gibt es staatliche Förderung oder Open-Source-Projekte, die dies unterstützen? Möchtest du, Claudia, oder soll ich? Du kannst gerne. Genau, also uns ist jetzt keine staatliche Förderung bekannt. Das ist tatsächlich so, dass es sehr aufwendig ist, sowohl die GUI als auch die Karte an sich barrierefrei zu gestalten. Aber es gibt jetzt keinen Topf, der explizit dafür da ist. Es gibt immer mal wieder kleinere Förderprojekte, um zum Beispiel barrierefreie Webseiten zur Verfügung zu stellen. Ich glaube auch von Aktion Mensch und so was Kleineres, wo man da immer mal was beantragen kann. Aber generell gibt es da nichts. Und wenn, dann meistens auch nur für öffentliche Einrichtungen, die eben dann barrierefreie Materialien und Webseiten zur Verfügung stellen wollen, weil es eben nur für die im Moment rechtlich überhaupt relevant ist, beziehungsweise nur die es machen müssen. Und deswegen ist da leider noch nicht so viel an staatlicher Förderung vorhanden, unseres Wissens nach. Ja. Okay, gibt es denn überhaupt vom Gesetzgeber irgendwelche Vorschriften, die zum Beispiel verlangen, dass man bei öffentlichen Gebäuden die Daten kostenlos zur Verfügung stellen muss? Ich würde es mal versuchen. Also hier lohnt es sich, glaube ich, einen ganz, ganz kleinen Schritt weiter zu gehen. Also es gibt ja jetzt die Verpflichtung, dass die öffentliche Hand quasi jegliche digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten hat. Also das geht halt in Webseiten, Apps, Dokumente und alles. Und es ist also Karten an sich sind da jetzt noch nicht umfassend mit abgedeckt, sondern halt nur erstmal insofern, dass wenn ich eine Karte auf meiner Webseite habe oder eine Navigationsanwendung entsprechend anbiete aus der öffentlichen Hand, dann muss diese auch barrierefrei sein.
Das Problem ist allerdings, dass aktuell Standards zur Barrierefreiheit eben noch nicht umfassend abdecken, was eigentlich eine barrierefreie Karte ausmacht. Also Interaktion ist beispielsweise dort nicht mit abgedeckt, nur Alternativtext. Und das ist natürlich zu wenig. Es ist aber davon auszugehen, dass das sich noch stärker entwickeln wird und dann halt auch mehr Druck auf der öffentlichen Hand ist, das auch entsprechend umzusetzen. Okay, da ist also einiges im Gange, aber es braucht auch da noch Zeit. Ja, hier kommt noch eine Frage und auch ein kleines Lob. Lässt sich euer Ansatz mit dem Outdoor-Routing kombinieren? Auf jeden Fall toller Vortrag. Vielen Dank. Kombinieren insofern, dass die Daten, die bei OSM liegen, zumindest so weit verknüpft sind, dass wir Outdoor einen Weg haben, der bis an eine Tür ranführt und dann von der Tür aus quasi das Gebäude beschreiten könnten, wäre sicherlich möglich. Im Gebäude sind halt keine Wege so angelegt, sondern man beschreibt ja durch Polygone die Gebäudestruktur, also ein Foyer, einen Flur oder ähnliches. Das heißt, im Gebäude müsste man natürlich einen entsprechenden Algorithmus noch laufen lassen, der eine Graphenstruktur erzeugt. Grundlegend, da wie gesagt, ist die Verknüpfung an der Tür geschaffen und damit könnte man durchaus direkt vom Outdoor-Routing auch in den Indoor-Routing switchen. Mhm. Welchen Vorteil hat SVG bei diesem Anwendungsfall gegenüber Standards für Geodaten wie GeoJSON? Also wenn es jetzt um die Kartendarstellung geht, dann sehe ich den Vorteil in SVG ganz klar darin, dass sie halt im Moment eine höhere Screenreader-Kompatibilität aufweist. Also viele SVG-Elemente können jetzt schon von Screenreadern erkannt werden und werden vorgelesen, insbesondere Title oder Description-Attribute, die man wirklich jedem Objekt hinzufügen kann. Und es ist auch die Möglichkeit, Elemente aus HTML zu verwenden, wie zum Beispiel ein Tab-Index, also dass man die Reihenfolge festlegen kann, in der die Elemente quasi vorgelesen werden. Und dadurch kann man schon ein recht hohes Maß an Interaktivität mit ziemlich wenig Input, würde ich sagen, machen, sondern nur mit einer, gut definierten SVG. Und das ist meines Wissens nach bei anderen Ansätzen noch nicht möglich. Das heißt aber nicht, dass die anderen Ansätze schlechter sind. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, und das wird auch gemacht, dass die Herstellenden von den Screenreadern sich dem aktuellen anpassen, was eben gerade gefordert ist. Und das ist auch wieder so ein Community-Ding, der einer bekanntesten Screenreader für die kostenlose Nutzung und Open Source ist NVDA. Und da arbeiten die Herstellenden auch immer daran und schauen, was wird gerade gebraucht. Und wenn es halt nicht SVG wäre, sondern was anderes und da eine Kartennutzung, ein Bedarf ganz klar da ist, dann würden da auch Anpassungen gemacht werden. Man muss es halt nur mitdenken. Und insofern ist für mich am SVG im Moment noch die bessere Lösung. Ja, jedes Format hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Richtig. Wie werden die Angaben in der BITV 2.0 gesehen? Reichen die Forderungen aus? Das habe ich vorhin eigentlich schon fast mit erklärt, macht aber nichts. Wiederhole es einfach nochmal ganz kurz. Und zwar, also momentan ist es halt so, dass für Karten halt die Anforderung gilt, dass sie halt eine alternative Beschreibung haben. Und Interaktion ist da jetzt halt nicht mehr drin. Deswegen reicht das halt nicht aus. Also man kann das aktuell so machen, aber das stellt nicht sicher, dass Karten umfassend barrierefrei sind. Gut, eine letzte Frage, die noch reingekommen ist, sehr spannend. Gibt es schon taktile Displays, die man sich als Privatperson für eigene Experimente kaufen kann? Die gibt's. Die Frage ist nur, was sich eine Privatperson leisten kann, muss man sagen, weil das ist ein Riesenproblem bei den taktilen Displays tatsächlich. Es gibt mittlerweile auch in den letzten Jahren viele Entwicklungen, die eben versuchen, das die Art privatpersonenmäßig zu machen, dass es halt bezahlbar ist. Aber die wir kennen und die auch gut funktionieren und auch in Echtzeit funktionieren mit Touch-Eingabe und Audioausgabe und so weiter, die kosten einfach noch so viel, dass es teilweise halt unerschwinglich ist. Aber prinzipiell ist es möglich, sich sowas zu kaufen, ja. Das also eine Frage schon des Preises. Ja. Ja, liebe Claudia, lieber Jan, liebe Christine, vielen Dank für diesen sehr, sehr schönen Beitrag. Wir machen jetzt hier erstmal Pause und die Bühne 3 ist für Sie wieder ab 11 Uhr für Sie da.